Werden Sie mit Mördel zum Meisterdetektiv. Folgen Sie jedem Hinweis und lösen Sie das Mördel. Der Vorsitzende der Studentenvertretung war ermordet worden und Logico war sich sicher, dass der Täter einer der drei folgenden Personen war. Bürgermeister Honey. Er weiß, wo die Leichen verscharrt sind und sorgt dafür, dass sie alle für ihn stimmen. 1,83 Meter groß, Linkshänder, nussbraune Augen, hellbraunes Haar. Dekan Glaukus. Leitet irgendeinen Fachbereich am College. Was er macht? Nun, zum einen kümmert er sich ums Geld. 1,68 Meter groß, Rechtshänder, hellbraune Augen, hellbraunes Haar. Rektorin Tuscany. Als Leiterin des Deduction College hat sie gefolgert, wie viel genau reiche Eltern für einen Logikabschluss ihrer Kinder zu zahlen gewillt sind. 1,65 Meter groß, Linkshänderin, grüne Augen, graues Haar. Der junge Logico wusste auch, dass sich jeder von ihnen an einem dieser Orte aufgehalten und eine dieser Waffen besessen hatte. Stadion? Draußen. Das Spielfeld ist mit dem teuersten Kunstrasen ausgestattet, den man für Geld kaufen kann. Buchhandlung drinnen. Größte Einnahmequelle auf dem Campus. Ein Schild wirbt für zwei Lehrbücher zum Preis von nur $500. Hauptgebäude drinnen. Ältestes und renovierungsbedürftigstes Gebäude auf dem Campus. Hier blättert schon der Putz von den Wänden. Spitzer Bleistift leicht. Damals wurde noch echtes Blei verwendet. Ein Stich und du stirbst an Bleivergiftung. Schwerer Rucksack, schwer. Endlich haben die ganzen Lehrbücher einen praktischen Nutzen, andere damit verdreschen zu können. Ehrenkordel leicht. Mit so etwas erdrosselt zu werden, käme höchsten akademischen Wein gleich. Deductive Logico ging die Liste der Hinweise durch und trug einen nach dem anderen in das Gitter ein. Der erste Hinweis lautet, wer auch immer sich im Stadion befand, war Rechtshänder. Laut Logicos Notizen zu den Verdachtspersonen war nur Dekan Glaukus Rechtshänder. Demnach war Dekan Glaukus im Stadion gewesen. Wenn Dekan Glaukus im Stadion gewesen war, dann war er weder in der Buchhandlung noch im alten Hauptgebäude gewesen und da sich an jedem Ort nur eine der Verdachtspersonen aufhielt, waren weder Rektorin Tuscany noch Bürgermeister Honey im Stadion gewesen. Logico macht sich an den nächsten Hinweis. Die Verdachtsperson mit dem spitzen Bleistift hasste die Person im alten Hauptgebäude. Die einzige Tatsache, die ihm dieser Hinweis verriet, war, dass es sich bei der Verdachtsperson mit dem spitzen Bleistift und der Verdachtsperson im alten Hauptgebäude um zwei verschiedene Personen handelte. Demnach befand sich der spitze Bleistift nicht im alten Hauptgebäude. Dann wendete er sich dem nächsten Hinweis zu. Die Verdachtsperson mit der Ehrenkordel hatte schöne, nussbraune Augen. Nur Bürgermeister Honey hatte nussbraune Augen. Demnach hatte Bürgermeister Honey die Ehrenkordel. Und wieder konnte Logico die ganze restliche Zeile und Spalte streichen. Logico machte sich an den nächsten Hinweis. Dekan Glaukus schien eine Menge Logiklehrbücher mit sich herumzuschleppen. Schleppte Dekan Glaukus eine Menge Lehrbücher durch die Gegend, dann verwendete er den Rucksack dafür. Logico notierte, dass Dekan Glaukus den schweren Rucksack hatte und strich die anderen Möglichkeiten in dieser Zeile und Spalte. Und nun war Logico beim letzten Hinweis angekommen. Neben der Leiche lag abgeblätterter Putz. Dieser Hinweis bedeutete, dass der Mord im alten Hauptgebäude begangen worden war, weil in der Beschreibung des alten Hauptgebäudes etwas von abblätterndem Putz stand. Aber wer war's? Rektorin Tuscany hatte den spitzen Bleistift. Der spitze Bleistift befand sich nicht im alten Hauptgebäude. Damit konnte sich Rektorin Tuscany nicht im alten Hauptgebäude befinden. Demzufolge musste Bürgermeister Honey der Mörder sein. Da Bürgermeister Honey im alten Hauptgebäude war und die Ehrenkordel hatte, musste sich die Ehrenkordel im alten Hauptgebäude befinden. Und da Dekan Glaukus den schweren Rucksack trug und im Stadion war, musste sich der schwere Rucksack im Stadion befinden. Damit befand sich Rektorin Tuscany in der Buchhandlung, da sonst kein Ort übrig war. Und da sie den spitzen Bleistift hatte, musste auch der spitze Bleistift in der Buchhandlung sein. Logico trug das in sein Deduktionsgitter ein und strich die anderen Kästchen in jeder Zeile und Spalte aus. Es war Bürgermeister Honey mit der Ehrenkordel im alten Hauptgebäude. Sie wollen noch mehr Rätselvergnügen? Dann finden Sie 200 weitere Rätsel hier. Mördel Volume 1 und Mördel Volume 2. Jetzt bei Hansa Blau und auf mördel.de.